Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich habe jetzt meine vorbereitete Rede weggelegt, denn alles ist eigentlich schon gesagt. Und ich muss sagen, Herr Zastrow, Sie haben mich etwas überrascht. Ja, ich dachte, es käme die alte Leier von, da müssen jetzt noch Autos drauf und können wir nicht gleich Autos auch durch die Skorgentor fahren lassen oder so. Also das war ja jetzt nicht der Fall. Und ich nehme zur Kenntnis, dass bisher alle Redner quasi autofreie Augustusbrücke und generell die Wertschätzung von Lebensqualität, Aufenthaltsqualität, Stadtleben, neuer, moderner, urbanen Mobilität, dass alle das gut finden. Also, dass es sozusagen schon Mainstream ist. Und genau das ist eigentlich ein Tag der Freude, würde ich sagen. Denn was haben wir uns bekämpft vor 7 Jahren, um irgendwie noch einen Meter hier Spur? Für Herrn Zastrow war die Wegnahme des einen Rechtsabbiegers da. Wo geht das hin? In die Hauptstraße? Nee, die eine weitere Königstraße. Ja, da würden Aufstände in der Neustadt entstehen, die Welt würde untergehen, es würde Frösche regnen. So, das ist alles nicht passiert. Und jetzt können wir natürlich zum Beispiel drüber nachdenken, da gibt es ja noch den Rechtsabbieger auf die Augustusbrücke, den tatsächlich wegzumachen. Das wären erstmal ein paar Quadratmeter mehr Stadtraum. Und dann müssen wir natürlich von der Augustusbrücke weiterdenken. Ja, weitere autoreduzierte, autofreie Quartiere machen, autofreie Neustadt, autofreie Innenstadt. Und natürlich, bisher hat es noch keiner angesprochen, die Magistrale geht von dem Hauptbahnhof bis zum Albertplatz und dann eigentlich auch noch weiter nach Norden. Das heißt also, der Straßenraum der Königsbrücker Straße gehört eigentlich auch zu den schützenswerten Stadträumen, zu den Stadtzentren. Und wenn die Geschichte, wenn der Stadtrat, wenn die Gesellschaft in die Richtung jetzt einheitlich geht voran, dann freue ich mich und somit beende ich meine Rede. Dankeschön.